Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainzim World 5, der Danny spielt das hier auf der Strecke Rosenheim-Salzburg. Wir haben heute die Aufgabe, unseren IC von Rosenheim nach Salzburg zu fahren. Es sollte ja eigentlich die Reise IC weitergehen, von Essen bis nach Salzburg. Ich habe das jetzt ein wenig umgeändert, weil die letzten Folgen kamen, glaube ich, nicht so gut an. Und da habe ich mir gedacht, machen wir einfach eine neue. Ich habe ein wenig rumexperimentiert heute und wir haben ein ganz besonderes Zugpferd, beziehungsweise Schubpferd in dem Fall, an unserem Steuerwagen, beziehungsweise an unserem IC1 Expert. Meine Güte. Und welches das ist, das kann ich euch jetzt gerne mal zeigen. Vielleicht erkennt ihr es schon ein wenig, denn es ist die BR 193 Vectron, was ich allerdings nicht hinbekomme. Ich habe es wirklich versucht im Display alles. Die Schlussleuchten. Sie wollen einfach, oder? Nee, sie wollen nicht. Das ist wirklich schade. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich habe echt alles probiert, aber sie wollen einfach nicht. Vielleicht liegt es an der Zugzusammenstellung. Ich weiß es nicht. Wenn ihr das kleine Detail bitte entschuldigt. Es funktioniert ansonsten alles. Ich würde sagen, wir machen ein kleines Foto und dann kann es eigentlich losgehen. Route ist gesetzt. Bis Salzburg, Türen sind geschlossen. Fahrgäste sind eingestiegen und wir könnten eigentlich an sich losfahren. Genau. Dementsprechend würde ich sagen, los geht's. Und dann fahren wir hier mit unserem IC von Rosenheim nach Salzburg. Und auf geht's. Wir müssen die Zugsicherungssysteme noch dazu schalten. Stimmt, die sind ja automatisch. Genau, wir können uns befreien. Und dann würde ich sagen, los geht's. Wunderschön, wunderschön. Also es funktioniert durchaus auch mit einer BR193. Wie man gerade feststellt. Ohne Probleme. Das mit den Schlussleuchten, das nervt mich halt, aber das ist nicht zu ändern. So, ich bin erstmal die Stelle aus 50 fahren. Das sollten wir jetzt jetzt über Steller. Oder auch nicht. Gleichswechsel hier. So, das wird sich jetzt aber gleich ändern mit der Geschwindigkeit. So, dürfen wir auf 100 fahren. Wobei 80 ist zu erwarten, wie ihr da sehen könnt. Aber wenn ihr mir sagen könnt, was ich da falsch gemacht habe mit den Schlussleuchten, also ich habe es wirklich im Display versucht, irgendwie das einzustellen, aber keine Chance. So, Gegenzug. Schon von einer BR101. Unsere 101 ist leider ausgefallen, wie ihr ja schon in einem der Folgen gesehen habt. Deswegen mussten wir leider eine Ersatzlok nehmen.
Aber nichtsdestotrotz können wir trotzdem wunderbar damit fahren, wie ihr seht. Also es klappt ohne Probleme. Den gibt es natürlich so nicht im Originalfahrplan auszuwählen in der Konstellation, aber das könnt ihr natürlich easy im Zugverbandseditor ohne Probleme da zusammenbauen den Zug. Dann könnt ihr natürlich jede x-beliebige Lok davor setzen, beziehungsweise auch dahinter setzen. Und da könnt ihr ja prüfen, ob das Ganze funktioniert. Also mit der Vectron funktioniert das ohne Probleme. Fahren wir schön geschmeidig nach Salzburg. Wunderschön. Wirklich schade ist, dass mit den Schlussleuchten nicht funktioniert. Aber naja, ist halt so. Kann man leider nicht ändern. So, Sifa. Oh, doppelbespannter Güterzug. Imaginäre So, der IC2318 ist on Tour. So, 60 Kilometer noch. Mal schauen, wie das Wetter sich noch verändert. Ich habe einfach mal auf dynamisch gelassen. Mal schauen, ob sich da noch was tut.
wieder ein Güterzug. Sehr viele Güterzüge im Moment hier. Kommen Personenverkehr. Aber das wird sich vielleicht hoffentlich noch ändern. Ist auf jeden Fall eine wunderschöne Strecke, Rosenheim Salzburg, auch mit den herbstlich gefärbten Blättern, so also wirklich wunderschön. Im Moment ein bisschen die Langsamfahrstelle hier erwischt, anscheinend. Sieht nach dem RE aus. Bisschen aufschalten. Ja. So, welche Streckenerweiterung würdet ihr euch denn noch wünschen? Also auf welcher Strecke oder bei welcher Strecke würdet ihr euch Streckenerweiterung wünschen? Und welche Fahrzeuge würdet ihr euch noch wünschen? Könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr euch da so wünscht, was ihr euch vorstellt. Natürlich das Spielfeld
Spiel, was auf dieser Strecke immer vorkommt, dieses Berg- und Talfahren, dass man immer so ein bisschen mit der Leistung spielen muss, wenn man sonst zu langsam wird. So, gleich 130. Wunderschön. Wann seid ihr denn zuletzt IC gefahren? Also IC1 wohlgemerkt. Wohin seid ihr gefahren? Von wo nach wo? Und in welchem IC saßt ihr? Also Bezeichnung halt, IC2318 oder. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Immerhin schon mal Personenzüge, es fehlen nur noch Fernzüge. Da haben wir sie alle durch. Güterzüge hatten wir schon, RE hatten wir zweimal. Es fehlen eigentlich nur noch die Fernzüge. Da sitzt noch 50 Kilometer bis Salzburg. Bernau am Chiemsee. Ah, cool. Können wir ja vielleicht mal einen kleinen Zwischenstopp einlegen. Das wäre doch mal was. Unplanmäßiger Halt in Bernau. Mal
Meine sehr verehrten Fahrgäste, aufgrund eines von uns vorausfahrenden Zuges halten wir hier unplanmäßig in Bernau. Die Türen werden für eine kurze Raucherpause freigegeben, da unser Zug aber nicht lang genug ist für den Bahnsteig. Nutzen Sie bitte nur die geöffneten Türen zum Ausstieg. Vielen Dank. So. So, ich gebe hier mal rechts die Türen frei. Und dann haben wir unseren kleinen Zwischenhalt hier in Bernau. Wunderschön. So, gib nur die Hebetür frei. Reicht das? Können die Damen und Herren, die rauchen möchten, gerne mal kurz aussteigen und rauchen. Wir werden uns dann gleich weiter auf den Weg machen Richtung Salzburg. Meine sehr verehrten Fahrgäste, in Kürze werden wir unsere Fahrt fortsetzen. Wir bitten alle Fahrgäste, die weiter mit uns fahren wollen, wieder einzusteigen. Wir schließen in Kürze die Türen. Ich wiederhole nochmal, sehr verehrte Fahrgäste, in Kürze setzen wir unsere Fahrt Richtung Salzburg fort. Für alle, die weiterhin mit uns fahren wollen, werden gebeten, jetzt einzusteigen. Wir schließen die Türen in Kürze. So, das werden wir nämlich jetzt tun. Schließvorgang eingeleitet. So, wir schauen einmal, ob auch alle Türen geschlossen wurden. Das sieht aber gut aus. Dann würde ich sagen, setzen wir unsere Fahrt weiter fort, lösen die Bremse. Und dann würde ich sagen, los geht's! Wunderschön, wunderschön. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön.
So, 48 Kilometer noch bis Salzburg. Ein erneuter ungeplanter Halt ist jetzt nicht vorgesehen, sodass wir eigentlich jetzt durchfahren bis Salzburg. Ich hoffe, dass jetzt keine ungeplanten Halte dazukommen. Also nicht, dass wir jetzt noch irgendwie ein HP0 oder so zu erwarten haben. Das wäre jetzt eher blöd. Und ich bin gespannt, wie schnell wir noch fahren dürfen. Also bisher ging ja nichts über 140 hinaus. So, da haben wir wieder Geschwindigkeitshopping. Mal mehr, mal weniger. Ihr seht das, gleich wieder 130. Vielleicht regelt das auch die Schwerkraft, glaube ich aber jetzt eher nicht, weil wir wieder Gefälle haben. Da müssen wir gleich wahrscheinlich doch bremsen. Wobei es sind noch 3 km/h, die wir runter müssen. Vielleicht brauche ich doch nicht bremsen. Wobei wir jetzt sogar noch. Oh ja, jetzt geht es von alleine.
Was kommt denn da? Das sieht nach einem RE aus. Ja. Geschoben von der guten alten BR111, die es ja mitgeliefert gab mit dieser Strecke. So, die 90 haben wir dann auch erreicht. Sehr schön. Bergen in Oberbayern. Sehr nice. Jetzt haben wir hier ein bisschen engere Kurven, deswegen auch die 90. Kleine langsame Fahrstelle. Sie war. Fahren wir hier mit unserem IC-Ersatz, wobei das ja immer noch ein IC ist. Dann nennen wir es halt Lok-Ersatz. Statt einer 101 haben wir dann halt die Vectron hinten dran in schiebender Funktion. So, es dürfen wir eigentlich gleich hier im Moment 100 fahren. Ich finde auch, auf dieser Strecke ist das genauso wie bei der linken Rheinstrecke, also dass sie sich teilweise echt zieht, also so von den Kilometern her.
dass die teilweise echt. Also es gibt ja Strecken, da sind die Kilometer ziemlich schnell abgefahren, aber auf dieser Strecke hier dauert das ein bisschen, habe ich das Gefühl. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie auf der linken Rheinstrecke teilweise. Da sind ja auch teilweise Streckenabschnitte dabei, wo es halt ein bisschen länger dauert, bis die Kilometer abgefahren sind. Und so ähnlich verhält sich das halt auch hier auf dieser Strecke. Und nichtsdestotrotz ist das eine wunderschöne Strecke. Jetzt müssen wir mal ein bisschen langsamer werden, wie wir 70 zu erwarten haben. So, 70. So, wo sind wir denn hier? Traunstein, ah. Was sieht man? 6,28. Schon echt steil bergab, wie das mir so seht. Wunderschön. Wunderschön. So, so mal wieder ein bisschen aufschalten hier. So, mal ein bisschen ordentlich Leistung hier bringen, wenn wir auf die Geschwindigkeit kommen. Oder sind es noch 29 Kilometer bis Salzburg?
So, und ihr denkt natürlich fleißig daran, morgen an meinen Livestream 2030. Ihr seid alle herzlich dazu eingeladen. Geschwindigkeitshopping at his best. Wieder mal 110. Wettermäßig haben wir natürlich noch richtig Glück, also noch ist es nicht am Regnen und relativ sonnig. An diesem 1.11.2024, kaum zu glauben, in anderthalb Monaten ist Weihnachten. Man kann es nicht glauben. Was zieht sich die Strecke? Wahnsinn.
Also die Strecke ist sehr RE-lastig. Fernzug haben wir überhaupt noch gar nicht gesehen. Doch, doch, doch. Zweimal IC. Aber RE ist hier schon ziemlich oft anzutreffen, sage ich mal. Das ist jetzt Telsendorf, okay. So, noch 16. Endlich 160. Die letzten 15, 14 Kilometer können wir noch mal richtig Leistung bringen hier. Sehr, sehr nice. Endlich 160. Wunderschön. Also zwischenzeitlich zieht sich die Strecke wirklich sehr wie Kaugummi, das muss man wirklich sagen. Also es ist fast schlimmer als auf der linken Rheinstrecke. Also wenn man die Strecke mit einem RE fährt komplett, ist man sicher nach 1,5 Stunden unterwegs, garantiert.
So, da vorne kommen schon die ersten Geschwindigkeitsbeschränkungen. Tatsächlich noch HP0. Müssen wir mal ein bisschen reinhauen hier mit dem Bremsen. So, wir hängen der Originalzeit nur 10 Minuten hinterher. Also in Wirklichkeit ist es 13:53 und wir haben 13:41, also gute 12 Minuten sind wir der Realzeit nur hinterher. Das ist auch mal nett. Das habe ich so auch noch nicht hinbekommen. Unter der Geschwindigkeit kommen, unter der wir auch sein müssen, bei einem sich nähernden HP0-Signal. Meine sehr verehrten Fahrgäste, aufgrund eines gesperrten Gleisabschnitts kommt unser Zug hier kurzzeitig zum Stehen und wir werden unsere Fahrt dann in Kürze fortsetzen, wenn es das Signal erlaubt. Vorne ist das rote Signal. Könnte an dem IC liegen, der hier kommt. Ja, das hat an dem gelegen. Gut, dann können wir weiterfahren. Fünfzig fürs Erste. Wahrscheinlich, ob wir Gleiswechsel haben. Genau. Ja. So, 90.
So, dann sind wir gleich in Salzburg, fahren auf dem Gegengleis, wohlgemerkt. Hauptschalter aus oder was ist jetzt hier? Scheinbar der Hauptschalter aus, deswegen keine Leistung mehr. Mich schon gewundert. Wunderschön. Bin gespannt, ob wir noch vor Salzburg das Gleis wieder wechseln. Müsste normalerweise. Bahnsteig 5 ist, glaube ich, rechts mehr. Aber eigentlich müssten wir das noch mal wechseln. Wieder rot. Jetzt haben wir wieder kein Netz. Ging das denn jetzt nochmal? Also funktioniert noch. Wir haben erstmal HP0 hier. Aber denn da irgendwas im Weg? Sieht man da schon was? Scheint aber. Ne, kann man so erstmal noch nicht sehen. Salzburg als Stadt sind wir hier. So, dann schauen wir mal, warum wir rot haben. Unser Gleis ist besetzt. Wann möchte der denn hier weiterfahren? 14:07 Uhr.
Das sind aber noch ein paar Minuten. Können wir vielleicht ein anderes Gleis nehmen? Vielleicht ein anderes Gleis nehmen. Versuchen wir es doch einfach mal. Müssen wir den mal. Wobei, wie spät haben wir es denn jetzt? 14 Uhr. Das dauert noch zu lange. 14:09 Uhr fährt er erst ab. Das ist. Oder 14:07 Uhr. Das bekommen wir überhaupt kein Grün mehr, oder was? Ach, die RB-Zug endet hier. Die RB fährt hier gleich rein. Das ist das Problem wegen der RB. Kann man die denn schon irgendwo hier sehen? Das wird die RB sein, gehe ich mal von aus. Ja, das war die. Gut, dann können wir weiterfahren. Ja, 45 natürlich nicht überschreiten, beziehungsweise sollen unter 45 bleiben. Logischerweise. Kurzfristig ein anderes Gleis genommen, statt Gleis 4, statt Gleis 5. Meine sehr verehrten Fahrgäste, unser Zug erreicht abweichend auf Gleis 4, unser Ziel- und Endbahnhof Salzburg Hauptbahnhof. Ich wiederhole, unser Zug erreicht abweichend auf Gleis 4, unser Ziel- und Endbahnhof Salzburg Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
So, ein bisschen Strecke haben wir schon noch. Sehr, sehr schön. So. Ach, will er wieder die Tür nicht öffnen? Das ist doch grausam. Doch, warte, jetzt hat das zumindest einige. Mit den Türen ist auch immer noch so eine Sache bei den Spawn-Maschinen. Aber das ist auch nur meine Meinung. So, ich muss halt ein bisschen nachhelfen hier. So, das war unsere Fahrt mit dem IC 2318 von Rosenheim über Bernau hier bis nach Salzburg Hauptbahnhof. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt ein schönes Wochenende noch. Habt einen schönen Feiertag. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenspieter. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.